Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ja, heute nochmal mit dem Geburtstags-Update das letzte Mal. Ich weiß, ich habe gestern eigentlich gesagt, dass ich heute schon, wenn das neue Update gekommen ist, zeigen möchte. Aber ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, weil ich morgen wahrscheinlich nicht da sein werde und es sowieso nicht zeigen kann. Und ja, deswegen am Donnerstag geht es dann sozusagen mit dem neuen Update weiter, wenn ich schon zeigen kann, wenn nicht, dann halt nicht, aber ja. Okay, wir machen jetzt hier die Quest bei Felix. Siehst du, was ich sehe? Dort, der Brunnen. Die sind doch nicht hier. Ich verstehe gar nichts. Da muss das falsch sein. Was, du kannst nicht sehen. Es ist doch offensichtlich. Die Desaster stapeln sich. Kannst du nicht mir helfen? Ja klar, ich weiß noch nicht, was los ist. Ach so, du wohnst noch nicht lange hier. Ich verstehe. Also die Enten fehlen. Die Enten fehlen. Da sind keine Enten im Brunnen. Schön, dass du mir helfen willst. Es ist für das Wohl des ganzen Dorfes. Wir müssen herausfinden, was mit den Enten passiert ist. Sie verschwinden in den Brunnen. Sonst jeden Sommer. Jeden Frühling kommen die Enten und dir, um den Sommer im kühlen Brunnen zu verbringen. Diesmal sind sie allerdings nicht aus ihrem Winterdomizil zurückgekehrt. Und ich habe das Gefühl, dass etwas passiert ist. Will von der Mühle ist ein leidenschaftlicher Vogelbeobachter. Kannst du bitte zu ihm reiten und ihn fragen? Na klar. Machen wir doch sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ach, es ist sehr entspannt. Letztes Mal haben wir das mit diesem Koch abgeschlossen. Da besser gesagt mit der guten Corne, hieß sie, glaube ich, diese Köchin. Sie ist dann im Endeffekt doch dazu entschieden, dort zu arbeiten. Das war ja wirklich ein Kampf dort. Ständig sind wir hin und her gereist. Aber letztendlich haben wir es ja geschafft. Sie, oder besser gesagt, der gute Karl Franz, hieß er, glaube ich, hat es geschafft, sie zu überzeugen. So. Hallo, hallo, was sagst du da? Die Enten sind nicht aus ihrem Winterdomizil zurückgekehrt? Das ist nicht gut. Alle Dorfbewohner lieben es, sie im Sommer im Brunnen beobachten zu können. Es wäre eine Schande, wenn sie nicht zurückkommen würden. Wir haben ja nicht mal wirklich Sommer, aber... Ich habe die Enten dieses Jahr noch nicht gesehen, aber in den vergangenen Jahren habe ich bemerkt, dass sie normalerweise eine Pause in den Evergreens-Feldern machen, bevor sie ins Dorf fliegen, um den Bewohnern... um von den Wohnern begrüßt zu werden. Vielleicht kannst du mal in den Feldern nachschauen, ob du Hinweise finden kannst. Komm danach zurück. Oh, das gibt ja ordentlich Erfahrung. Aber klar, wir können sehr gerne nachschauen in den Evergreen-Felder-Zaun. So, dann schauen wir doch mal. Ja, mal gucken. Ich habe übrigens ein paar tägliche Quests gemacht, vor allem oben beim Observatorium, und ich habe hier so einen komischen Stein bekommen. Ein schöner Sternschein. Ein Sternschein scheint in einer unbekannten Farbnuance. Dem kann man sicherlich verkaufen. Achso, das zum Verkaufen gedacht. Okay, kann ich gerne machen. Ich dachte so irgendwie, na gut, gibt 70. Ich wollte jetzt schon Simoleons sagen, aber nein, Schillinge. So, schauen wir doch mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall langsam in den Evergreen-Feldern sein. Sind ja doch ziemlich groß. Hier ist etwas. Okay. Untersuche die... Okay, das war's schon. Das heißt, wir können direkt zurückreiten. Reiten wir jetzt aber hier... Ja, es tut mir leid, dass ich hängen bleibe. Dann reiten wir jetzt aber direkt hier lang. Ups. Ich hoffe, jetzt gibt es hier nicht noch mehr. Kann ja sein, dass ich noch mehr hätte nachschauen müssen. Weil hier oben auch noch nichts angezeigt wird. Das ist jetzt angeblich so ein bisschen häufiger gewesen. Dass jetzt gar nichts mehr angezeigt wird. Oder nur noch weniger als früher. Seit ich diese eine Nachricht dort bekommen habe. Aber ist ja gar nicht so problematisch. Und ja, wir waren fertig. Sehr schön. Okay. Oh, natürlich. Das ist ein Entenfeder. Aber sie ist ölig. Das ist ganz und gar nicht gut. Die Enten müssen in Schwierigkeiten geraten sein. Er hat bestimmt was die GED damit zu tun. Nimm diese Feder und erzähle Felix von deiner Entdeckung. Erst beim Brunnen. Sehr gerne. Ja, das deutet doch so ein bisschen auf die GED hin. Habe ich so das Gefühl. Die hatte ja doch etwas häufig ihre Finger mit im Spiel.
eigentlich ziemlich häufig sogar. Und das Öl bauen sie ja auch ab. Das könnte ja sehr gut sein. Jetzt bin ich fast wieder an der Laterne hängen geblieben. So, dann schauen wir doch mal. Wie schrecklich. Was ist mit den Namen passiert? Ölig, sagst du. Was? Water Campbell, man fährt dann nach Öl? Desaster. Du glaubst also, dass die öligen Felder beweisen, dass die Ölbohrung von Herrn Campbell etwas mit den verschwindenden Enten zu tun haben? Die Tierärztin hat das Öl untersucht. Okay. Bring die Väter zu ihr und sie kann überprüfen, ob es sich um das Öl von Herrn Campbell handelt. Sehr gerne. So. Halara, natürlich kann ich das Öl von dem Fehler untersuchen. Wie schrecklich, Lara. Vielleicht stecken die Enten auf Herrn Campbells Ölfest fest. Wenn das der Fall ist, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Du musst zum westlichen Teil der Evergreen-Felder reiten und die Enten suchen. Ich bleibe hier und werde weitere Analysen vornehmen. Komm zurück zu mir, falls du eine Ente in Not findest. Ja, dann würde ich mal sagen, dann reiten wir fix los und versuchen, die Enten zu retten. Ah, das habe ich überlebt. Das hat mich gerade überrascht, aber man überlebt es ja häufiger, wenn man hier runterfällt. So, dann reiten wir jetzt einfach mal strikt nach dort hinten. Da sind ja die Ölfelder. Jetzt werde ich mal denken, dass es dort auch sein wird. Dass die Enten dort in Gefahr sind oder eine Ente oder keine Ahnung wie viele Enten. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so schlimm sein wird. Die armen kleinen Entchen. Ups, jetzt bin ich wieder an der Mauer hängen geblieben. Das passiert mir ziemlich häufig. Ach genau, ich habe gestern das Geburtstagsrennen noch gemacht und ich bin an Level 6 geworden. Ich mache das dann heute noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Völkerhof schon gemacht habe. Dann muss ich mal schauen. Ach, da ist ja was. Ja, da ist auch eine Ente, so wie es aussieht. Oh Gott, ist die süß. Oh, 5 Enten sind es doch noch. Na, ganz prima. Na, schauen wir doch mal. Oh, die sitzen natürlich alle in so einer Ölpfütze. Das ist nicht so gesund. Würde ich jetzt mal vermuten. So. Jetzt fehlt noch eine. Da hinten. Okay. So, jetzt haben wir aber alle. Jetzt reiten wir fix zurück zur Tierärztin. Und schau mal, ob sie dazu was erklären kann oder sagen kann. Ob es den Enten gut geht oder ob sie ziemlich verletzt sind. Die arme Ente, die vom Öl beschädigt wurde. Oder geschädigt? Ja, geschädigt wurde. Oh, ein kleines Entchen. Dann fix zur Tierärztin, die kann euch sicherlich helfen, wieder heil zu werden. Ich bin auch schon fleißig mal täglichen Aufgaben machen, damit ich hier ein bisschen mehr Geld bekomme. Damit ich mir dann auch neue Ausrüstung kaufen kann, wie einen Sattel und ein Zahnzeug. Denn ich werde auf jeden Fall die jetzt von Jorvik schilligen und nicht mehr von Starcoins bezahlen, weil Starcoins möchte ich jetzt erst mal wieder sparen. Damit ich wieder so 3000 habe und ich kaufe nicht, bevor ich 3000 Starcoins habe, ein neues Pferd. Damit ich es nicht so sehr übertreibe. Ich habe ja auch noch, Camel Beauty zum Level 3 Touch, aber jetzt habe ich erstmal noch Vanille, Wind Melody und Creamberry habe ich auch noch. Also ich habe noch einiges. Okay. Oh, meine armen kleinen Enten. Sie sind voll mit Öl. Es war sehr heldenhaft von dir, sie zu retten, Lara. Okay, da müssen wir auch hier warten. Um die Enten reinigen zu brauchen wir eine Spezialseife. Wir können sonst die Federn zerstören. Ich habe so eine Seife leider nicht mehr. Da müsste es da. Und das würde zu lange dauern, um sie zu bestellen. Kannst du nach Firkruf reiten und Felicity fragen, ob sie dir welche verkauft? Sie ist diejenige, die sie herstellt. Felicity leitet die Stelle in Firkruf. So, mal ganz kurz schauen. Okay, Aufnahme läuft noch. Okay, wir müssen hier aber auch warten. Das heißt, wir können dann hier rein und schon morgen weitermachen, wenn wir nichts mit den neuen Update anfangen können. So, nach Firkruf. Da muss ich sowieso hin, weil da soll halt das Geburtstagsrennen sein. Dann können wir das dann auch noch gleich mitnehmen. Firkruf Village. Das ist auch sehr schön. Da wollte ich dann am Ende sowieso noch hinreiten. Dann können wir das jetzt aber einfach mal so mittendrin mitmachen.
Ja, die möchte ich doch noch gerne mit dem, gerade weil es drei Hufeisen gibt. Und das sind dann nochmal 60 Schillinge, wenn ich die abgeben gehe. Das ist ja auch nochmal ein bisschen was. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Rennen überhaupt schon gemacht habe. Muss mal gucken gehen. Lara, schön, dich hier in unserem Dorf zu sehen. Oh, habt ihr ein paar ölgeschädigten Flügel gefunden? Das ist schrecklich. Natürlich kannst du die Spezialseife von mir kaufen. Ich bin Expertin darin, diese besondere Seife herzustellen. Hier ist die Spezialseife für Tiere. Sie ist super für Enten. Sie werden danach wieder schneeweiß sein. Reite zurück zur Tierärztin, damit sie die armen Enten waschen kann. Gut, das machen wir auch gleich. Aber ich gehe davon auch mal runter schauen, ob ich das Rennen noch mitnehmen kann oder ob es... Ja, springen. Oder ob ich es schon gemacht habe, aber ich glaube noch nicht. Bin mir allerdings nicht zu sehr sicher. Muss ich einfach mal nachschauen gehen. Ich hoffe natürlich noch nicht, weil dann würde ich nochmal 1500 XP bekommen. Und die sind ja eigentlich ganz wichtig. Na gut, wichtig jetzt nicht, aber hilfreich. Auch wenn ich eigentlich mehr Zeit lassen möchte mit den Ausleveln. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Rennen überhaupt waren. Hier unten. Okay, ich scheine es noch nicht gemacht zu haben. Dann schauen wir nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Lara. Happy Pura. Wenn du bei diesem Rennen ins Ziel kommst, wird Windmelodie ein tolles Geschenk bekommen. Sie wird etwas ganz Besonderes erhalten. Viel Erfolg. Na dann, los geht's. Ich habe übrigens mit Windmelodie auch schon ein paar Rekorde gebrochen. Auch wenn wir noch überhaupt nicht weit gelevelt mit dir sind. Aber zum Beispiel das Mühlenrennen haben wir ganz hervorragend mit dir abgeschlossen. In viel schnellerer Zeit und dann noch irgendein Rennen, was ich gerade nicht mehr weiß. Aber sie ist auf jeden Fall auch ein ganzes Stückchen wendiger und ich komme mit ihr viel besser durch irgendwelche Gegenden durch. Mir ist auch aufgefallen, ich kriege generell bessere Bestzeiten hin, wenn ich nicht nebenbei rede. Weil so hält sich das ein bisschen in Grenzen. So, lala. Und ich denke, jetzt werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen, weil hier ist ja auch viel mit Schrecken und Geschwindigkeit dabei und das sind wir einfach noch nicht so gut in Form mit der Guten. Aber wir sind ja auch erst Level 8 und jetzt bleibe ich ja auch noch dran hängen. Na gut, dann wird das jetzt nicht mehr der Bestzeit. Aber das muss es ja auch nicht werden. Brauchen ja nur die Erfahrungspunkte. Kommt durch, ich will nicht immer neu anfangen. Das dauert dann nämlich auch ziemlich lange. Dann müssen wir dann noch fix zurück zur Tierärztin reiten. Es gibt ja noch einige Quests, auch in Jalaheim, aber auch in Jorvik City gibt es einiges. Aber ich denke, die stelle ich erstmal noch hinten an, die in Jorvik City. Weil so nötig ist das jetzt auch nicht. Ah, verdammt. Ah, ah, nein. Ah, sehr schön. Obwohl, hä, wie schlecht war ich denn da immer? Das hätte ich ja so gut geschaut. Das schaffe ich, glaube ich, auch noch eine Bestzeit. Obwohl ich zigtausend hängen geblieben bin. Ja, das ist doch ganz nett. So, Geburtstagsrennen. Ja, sehr schön. Und jetzt sind wir auch schon die Hälfte von Level 7 wieder. Also ziemlich weit gutes Level hochgekommen. Das ist doch schon mal ganz nett. Wie sehen denn jetzt die Werte aus? Ja gut, Geschwindigkeit haben wir uns auch eins zugelegt. Und auch sonst überall. Agilität und Ausdauer sind halt noch nicht so. Da musst du mal gucken, ob ich vielleicht Ausrüstungsgegenstände mit diesem Wert noch bekomme, was den Sattel und das Zaunzeug angeht. Aber erst einmal reisen wir jetzt noch schnell zurück wieder nach Steve's Farm, nach Silverglade. Und dann schauen wir mal. So, hier hinein. Und Steve's Farm hier. Aber ich habe auf jeden Fall ziemlich viel zu tun. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich zuerst machen soll bei den vier Quests. In Fort Pinter habe ich auch noch einiges. Eins, das mal mit der Zauberin, mit dieser Magierin, dann noch das mit James mit der Karte. Und noch so einiges anderes.
An den Jalaheimen ist das wirklich ziemlich viel. Ich versuche immer voranzukommen, indem ich fleißig Ruflevel, auch bei der GED. Ich weiß ja nicht, wie wichtig es ist, den Ruf voll zu bekommen, aber das versuche ich natürlich. So gut wie möglich immer. So, Frau Tierärztin. Danke, Lara. Das war wirklich schnell. Jetzt kann ich damit anfangen, die Enten von diesem schrecklichen Öl zu befreien. Okay, und jetzt müssen wir auch warten. Gut, dann werde ich doch an dieser Stelle sagen, machen wir für heute wieder eine Pause. Wir sehen uns dann morgen, wie gesagt, wieder. Wenn wir das Update machen können, dann mit dem Update. Wenn nicht, dann hier mit der Quest bei der Tierärztin. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns dann, wie gesagt, morgen wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.